Fast 17 Jahre nach der ersten Generation präsentiert Kia die mittlerweile dritte Auflage seines Erfolgs-SUVs, des Kia Sportage. Die neue Version des Crossovers fällt länger, breiter und flacher aus als die Vorgänger. Seine hohe Schulter und die engen Fensterrahmen verleihen dem neuen Koreaner einen deutlich athletischeren Look. Das Verhältnis von Blech zu Glas beträgt 2:1. Das ist normalerweise üblich für Sportwagen. Doch dem Sportage steht sein Outfit gut. Er gibt sich bullig und muskulös. Hochwertiger und aufregender ist das SUV geworden und das beweist es schon auf den ersten Blick. Das Design orientiert sich am neuen Stil der Marke. Der große, trapezförmige Kühlergrill mit hervorgehobenem Markenlogo. Die verwegenen Scheinwerfer mit LED-Tagverlichtern. Der neue Sportage ist sichtbar dynamischer und modischer als seine Vorgänger. Trotz der niedrigen, schmalen Fensterscheiben ist die Übersicht im Inneren des 4,44 Meter langen Fahrzeugs sehr gut. Der Kofferraum fasst ein Volumen von 480 bis knapp 1350 Litern. Besonders praktisch zudem die Staufächer unterm Ladeboden. Das Raumgefühl im Interieur ist großzügig, jeder Insasse hat genug Beinfreiheit und reichlich Platz bis zur Decke. Die Koreaner bringen den Sportage in drei Ausstattungslinien an den Start: Attract, Vision und Spirit. Der Basispreis beträgt 20.000 Euro und beinhaltet schon Klimaanlage, Radio, elektrische Fensterheber und Zentralverriegelung. Der europäische Markt ist wahrscheinlich im Autodesign führend weltweit, sage ich mal. Wenn Sie sich jetzt Asien oder Amerika ansehen und Europa, glaube ich, Europa hat wohl den höheren Stellenwert. Wir haben da einen Top-Designer, Herrn Peter Schreier, unser Chief Design Officer, und da bringt jetzt eine wirklich europäische, ein bisschen hochwertigere Linie in unseren Autos, und das sieht man auch. Und Autos sind rational, ja, man schaut sich Preis an und Verbrauch und Fahrdynamik, aber letztendlich entscheidet doch das Design, und ich glaube, da haben wir jetzt ein richtig heißes Eisen im Feuer. Kunden mögen eigentlich die SUVs. Sie mögen die hohe Sitzposition, sie mögen das coole Design, sie mögen die Praktikabilität und sie mögen den Allradantrieb, wenn es mal schlechtes Wetter ist. Das aber in einer kompakteren Form, nicht mit riesen Benzinschluckermotoren, sondern mit kleinen, sparsamen Motoren. Das ist die Formel für die Zukunft und genau da setzen wir ein. Und dieses Marktsegment in den Kompakt-SUVs, wo zum Beispiel der Sportage sich jetzt bewegen wird, steigt auch schon seit 5 Jahren kontinuierlich an und hat sich verdoppelt. Eine besonders innovative Neuentwicklung ist das Dynamax-System. Dynamax ist das neueste Allradsystem der Magna Powertrain und wurde für den neuen Kia Sportage entwickelt. Es ist eine vollaktive, elektronisch geregelte Allradkupplung. Das bisherige System war langsamer, das heißt, unser System hat eine wesentlich höhere Stellgeschwindigkeit und auch eine höhere Stellgenauigkeit. Beim Dynamax-System überwacht eine Steuereinheit die Fahrbedingungen des Autos, analysiert die Signale der Fahrzeugsteuerung und kann somit extrem schnell die erforderliche Traktion zur Verfügung stellen. Dadurch unterscheidet sich das System von anderen AWD-Systemen, die meist erst mit gewisser Verzögerung reagieren. Dynamax verbraucht sehr wenig Energie und verringert zugleich den Kraftstoffverbrauch. Der liegt beim 2,0 Diesel in Verbindung mit 6-Gang-Automatik bei 5,5 Litern. Neben dem 136 PS Diesel kommt zeitgleich auch ein 2-Liter Benziner mit 163 PS auf den Markt. Etwas später sollen sowohl ein 1,6 Liter Benziner als auch ein 1,7 Liter Dieselmotor folgen. Produziert wird der Sportage im slowakischen Kia-Werk in Žilina. Besonders attraktiv für potenzielle Käufer sind die Kia-Modelle zurzeit wegen der 7-Jahres-Garantie. Damit möchte Kia den Kunden, die Newcomern eher skeptisch gegenüberstehen, ein gewisses Vertrauen bereits im Voraus geben. Neues Design, neue Motoren, verbrauchseffizienter. Die dritte Generation des Sportage hält, was sie verspricht. Top-Qualität zum kleinen Preis.
In der zweiten Jahreshälfte 2010 ist der Kia Sportage erhältlich.